Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei uns zu Gast heute in der Videoschalte ist Florian Niederlechner, Stammspieler des FCA. Hallo Florian. Servus, hallo. Freut uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist, wenn auch digital nur. Aber wir wollen natürlich auf Nummer sicher gehen in Corona-Zeiten und uns da keiner Gefahr aussetzen und dich natürlich auch nicht. Zur Unterstützung in diesem Podcast habe ich noch Florian Eisele eingeladen, unseren Sportexperten und FCA-Experten. Servus, Florian. Servus. Ich hoffe, wir kommen nicht durcheinander mit den ganzen Florians hier, aber ich denke, das kriegen wir hin. Florian Niederlechner, wir sprechen heute über die kommende Saison, was sich durch Corona natürlich verändert, was sich beim FCA verändert hat. Ein bisschen gehen wir auch auf dich ein. Du bist der Familienvater, wohnst jetzt auch in Augsburg seit einem Jahr und sprechen deswegen auch ein bisschen über Augsburg. Der Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt. Und wir sind auch ganz gespannt zu erfahren später, ob du denn schon in der Stadt unterwegs warst, was dir gefällt, was nicht so. Aber wir fangen natürlich an mit dem Sportlichen. Das ist natürlich das Wichtigste bei diesem Podcast. Heute ist ein ziemlich verregneter Dienstag. In 2 Wochen fängt die Bundesliga an. Ohne Fans. Wie ist denn deine Gemütslage, Florian? Erstmal ist die Vorfreude schon riesengroß, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Vorbereitungszeit ist okay, aber man freut sich dann schon wieder, wenn die Pflichtspiele losgehen. Dass es leider ohne Zuschauer stattfindet oder wahrscheinlich stattfindet oder ist ja schon so gut wie sicher. Ist ein bisschen schade. Ich habe schon große Hoffnung gehabt, dass Zuschauer dabei sein werden. Wenn man dann sieht, was so passiert in Deutschland, was erlaubt ist und hätte ich schon gehofft, ehrlich gesagt, dass dann wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Aber die Entscheidung ist ja jetzt so, zumindest glaube ich bis Ende Oktober und kann man dann wahrscheinlich nicht so viel mehr machen. So eine Saison oder zumindest der Anfang der Saison ohne Zuschauer, das steht ja dann doch unter besonderen Zeichen, dieser Saisonstart. Wie ist denn jetzt eure Vorbereitung? Wie läuft die ab? Ist irgendwas anderes in Corona-Zeiten? Also so an sich vom Training her ist ehrlich gesagt alles gleich. Das Einzige war, dass wir halt nicht im Trainingslager waren dieses Jahr. Aber sonst hast du deine Trainingseinheiten, von dem her, haben zweimal in der Woche einen Corona-Test gehabt, das ist noch neu, aber das kennen wir ja noch von der alten Saison, ist jetzt auch nichts Schlimmes, ehrlich gesagt, von dem her, aber sonst ist eigentlich alles gleich. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie dieser Tagesablauf eines Profis überhaupt in der Vorbereitung aussieht. Das haben wir vor einem Jahr schon Daniel Bayer gefragt bei uns im Podcast. Bei dir interessiert es uns auch. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus, heute zum Beispiel? Heute, früh aufgestanden, oder man muss ja früh aufstehen, wenn der Kleine loslegt um 7 in der Früh. Dann gut Frühstück, weil heute haben wir zweimal Training, 2 Einheiten, von dem her gut essen. Jetzt in der Mittagspause ein bisschen regenerieren, manche haben ein Interview, der kann nicht so lange regenerieren. Die hat es hart getroffen, ja. Aber es können nicht alle gleich viel Glück haben. Und dann haben wir Nachmittag nochmal Training. Also von dem her ist eigentlich genau gleich, bevor Corona ins Leben getreten ist. So, rein von den sportlichen Zielen, wenn wir darauf zu sprechen kommen, die hoffnungsvollste Zeit ist ja immer die direkt vor der Saison. Hast du dir persönliche Ziele gesetzt oder auch mit der Mannschaft vom FC Augsburg? War das letzte so 15. Sagen wir mal, nach unten soll es bei Möglichkeit natürlich nicht gehen. Das ist sowieso nie das Ziel. Aber was hast du dir vorgestellt für den FCA und für dich? Also mannschaftlich, bin ich ganz ehrlich, ist für mich einfach das Primärziel, das wichtigste Ziel ist der direkte Klassenhalt. Das sage ich. Immer so, weil es einfach so ist wie für einen Verein wie FC Augsburg. Persönlich will ich einfach verletzungsfrei bleiben. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste. Weiß natürlich auch, dass ich letztes Jahr, glaube ich, oder letzte Saison eine richtig gute Saison gespielt habe. Werde auch dran gemessen werden, das ist mir klar. Aber will mich da nicht unter Druck setzen und will natürlich die Saison bestätigen. Und am Ende werden wir schauen, ob ich es geschafft habe.
Ja, du sprichst es an. Letzte Saison war richtig gut. Das war die erfolgreichste deiner Profikarriere bisher. 13 Tore, 8 Vorlagen. Von dem hat nicht nur mein Kicker-Manager-Team profitiert, sondern auch in erheblichem Maße der FC Augsburg. Aber wie groß ist denn bei dir der Druck? Du hast schon gesagt, du machst dir keinen, aber wie groß ist, sag mal, das Bestreben, dass du es wieder gleich tust, dass du diese Leistung bestätigst? Ja, klar, es wird jetzt schon wahrscheinlich auch drauf geschaut, weil ich einfach die Messlatte einfach hochgelegt habe. Und ja, ich wusste ja auch schon, oder ich habe es ja auch in der Rückrunde schon ein bisschen gemerkt, als ich ein paar Spiele kein Tor gemacht habe, wurde gleich der mediale Druck ein bisschen höher, wie es vielleicht davor der Fall war. Aber ich weiß, wo ich herkomme, wo ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Von dem her bleibe ich da immer eigentlich ganz ruhig. Von dem her, glaube ich, hilft mir das ganz gut. Genau, und ja, einfach locker bleiben. Ich glaube, vor allem als Stürmer ist das Wichtigste, auch zu wissen, dass man als Stürmer wird man normalerweise auch an Toren und Vorlagen gemessen, aber auch zum Glück und auch an was anderem, dass man für die Mannschaft läuft, dass man kämpft und sich zerreißt für die Mannschaft. Das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Von dem her, ja, kenne ich meine Aufgaben und hoffe, dass ich sie gut umsetzen werde, auch wieder in der neuen Saison. Jetzt hast du über deine Ziele gesprochen für die kommende Saison. Ich habe mal was gelesen von dir, da hast du gesagt, du würdest auch gern international spielen. Du träumst ein bisschen davon. Ja, klar, wär eine Lüge, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ist ja, glaube ich, von jedem das Ziel oder jeder hat den Anspruch, dass er sowas schafft. Ich habe damals schnuppern dürfen mit dem SC Freiburg in der Euroleague-Quali. Es ist einfach was Schönes, Donnerstagabends zu spielen. Ja, das ist ein Ziel von mir, auf alle Fälle, will ich erreichen. Aber trotzdem liegt der Fokus voll auf dem direkten Klassenerhalt und das ist natürlich das Wichtigste. Ja, bei der Rückblick oder Saisonrückblick, wir haben vor ja, ein paar Wochen, Monaten ein Interview mit Klaus Hofmann, FCA-Präsidenten, im Blatt gehabt. Der hat gesagt, ja, er ist von ein paar Spielern ja so sinngemäß enttäuscht gewesen. Und sagen wir mal, in der Phase hat man gemerkt, auf wen man sich verlassen kann, wen nicht. Das müssen wir jetzt, sagen wir, in der Form jetzt nicht mehr ausbreiten. Aber konntest du das nachvollziehen, dass ein gewisses, ja, dass eine gewisse Unzufriedenheit da war von Seiten der Vereinsführung? Da muss ich ehrlich gesagt total passen, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht gelesen habe. Oder ich habe es gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Also von dem her kann ich ehrlich gesagt nicht einmal was dazu sagen. Wenn ich da eine Zwischenfrage stellen darf, du stehst ja als Profispieler sehr im Rampenlicht. Wie sehr verfolgst du überhaupt die Medien, die Berichterstattung? Wie sehr lässt du dich davon auch beeindrucken? Es gibt ja nicht immer nur positive Nachrichten. Also die Augsburger Allgemeine lese ich total gerne, lese jeden Tag. Das ist meine absolute Lieblingszeitung. Super. Na, Spaß beiseite. Also ich bin ehrlich, das habe ich einfach seitdem ich, ja, was weiß ich, 17, 18 bin, zum Beispiel ein Kicker, den lese ich einfach total gern, den kaufe ich mir oft mal an der Tankstelle oder beim Rewe irgendwo. Aber einfach allgemein, weil mich der Fußball und der Sport einfach total interessiert. Klar, wenn es erfolgreich läuft, schaut man mal lieber die Zeitung an, wie wenn es gerade nicht so gut läuft. Da wo ich ja mal die Serie gehabt habe, wo ich ein paar Spiele kein Tor gemacht habe, da habe ich natürlich die Zeitung nicht so gerne aufgemacht. Aber klar, liest man es lieber, wenn es gut läuft, da braucht man nicht groß rumreden. Aber trotzdem bin ich schon ein Zeitungsmensch, der wo sehr gerne Zeitung liest. Von dem her, ja. Wenn ich da noch mal kurz nachhaken darf, wenn du da wirklich mal negative Berichte liest, auch bei uns sicher mal, wie fasst du das auf? Also nimmst du das sehr persönlich oder versuchst du da dann doch noch irgendwie dir zu denken, gut, das hat halt jetzt ein Mensch mit möglicherweise einer Meinung geschrieben. Wie ordnest du das ein? Ich bin da eigentlich echt ziemlich entspannt, wie du gerade gesagt hast. Ist eine Person meistens, wo über wie viele Spieler werden eingesetzt? 14 Spieler, 15 Spieler, muss einen Bericht schreiben. Einzelkritik vielleicht noch, ist ja oft bei der Augsburger Allgemeinen. Da ist man dann ehrlich gesagt, glaube ich, jetzt nicht
zu sauer, wenn es jetzt vielleicht mal negativ ausfällt, obwohl du eigentlich denkst hast, du hast ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Muss jeder damit klarkommen, für das sind wir Fußballprofis. Wenn es das nicht aushältst, ich glaube, dann bist du fehl am Platz und dann solltest du keine Zeitung lesen. Das sagen ja manche auch, ne, dass sie mit Absicht keine lesen. Also, ja. Wobei die wissen dann immer sehr gut, sehr genau Bescheid, wenn sie eine schlechte Note gekriegt haben. Aber das nur am Rande. Wenn man jetzt mal von den Zielen, die ihr habt, auch sag mal, taktischer Natur spricht. Heiko Herrlich hat gesagt, dass ihr in der Vorbereitung jetzt üben wollt oder üben, trainieren wollt, spielweisentechnisch dahin zu kommen, dass man sagt, mehr Ballbesitz haben, nicht dieses Umschaltspiel, was unter Martin Schmidt angesagt war, sondern er gesagt, länger die Chancen vorzubereiten, den Ball auch mal zirkulieren zu lassen. Kommt dir das entgegen? Also sagst du, das ist ein System, mit dem du dich anfreunden kannst, oder bist du lieber der Umschaltknipser vorne? Ja, es wurde ja oft letztes Jahr auch gesagt oder auch von Martin Schmidt oft gesagt, dass ich ein super Umschaltspieler bin, weil ich einfach gute Laufwege in die Tiefe habe. Aber die Laufwege in die Tiefe brauchst du ja auch, wenn du Ballbesitz hast. Wenn du siehst, wie Thomas Müller oft überragende Laufwege hinter die Kette macht, du musst ja auch die Räume frei machen für andere Spieler. Von dem her finde ich es absolut gut, dass Heiko Herrlich so denkt. In den Freundschaftsspielen klappt es bisher hervorragend mit der Anzahl der Torchancen. Natürlich wissen wir auch, also mit allem Respekt an den Gegner, wo wir bisher gespielt haben, aber waren jetzt auch nicht, sagen wir mal, jetzt keine Bundesligamannschaft dabei, das wissen wir natürlich auch. Von dem her finde ich einen Ansatz überragend, wie es momentan auch trainiert wird. Sind wir auf einem richtig guten Weg. Ich persönlich schalte gern um. Das braucht man natürlich auch, weil wenn du gegen Dortmund, Leipzig und gegen die ganz guten Gegner spielst, hast du nicht immer einen Ball. Also das wird sicher nicht passieren. Von dem her müssen wir das auch noch beibehalten. Aber klar, wenn du mehr Ballbesitz hast, dann kannst du als Stürmer auch mal dich öfters erholen, kannst dann aus der Frische raus starten. Ich habe auch gern einen Ball am Fuß. Von dem her, glaube ich, mag ich beide Varianten. Ja, und dann hoffen wir, dass wir einen guten Mix finden und dass wir eine richtig coole Saison spielen und hoffentlich auch bald wieder vor Zuschauern. Einer der wenigen Vorbereitungen, die er absolvieren kann, ist Alfred Finnbogason. Der hat ja gesagt, ich glaube, das ist die zweite Saisonvorbereitung, die er beim FCA jetzt mitmachen kann, weil er oft mit Verletzungen zu kämpfen hat. Jetzt ist er fit und du hast ja auch schon in der Vorsaison gesagt, eigentlich würdest du ganz gerne mit ihm zusammenspielen. Das war unter Martin Schmidt teilweise der Fall. Unter Heiko Herrlich, soweit ich es gesehen habe, bislang noch nicht. Wie groß ist denn deine Hoffnung oder dein Wunsch, dass du mit Finbo vorne im Zentrum spielen kannst? Ich muss ja dazu sagen, ich habe das ja gesagt, mit zwei Stürmern, wo es für mich überragend gelaufen ist, glaube ich, wo ich, ja, was weiß, habe echt viele Tore gemacht und auch einige Vorbereitungen in 2 Monaten. Dann habe ich auch immer gesagt, ich würde schon gern mit dem Fredl vorne drin spielen, weil es einfach, ja, wenn du einfach einen Partner neben dir hast, einen Stürmer, der wo auch noch bindet, gehen für dich Wege auf. Und ich glaube, wenn wir eingespielt sind, miteinander, glaube ich, passen wir in meinen Augen überragend zusammen, weil wir einfach auch zwei komplett verschiedene Spieler sind. Das, glaube ich, weiß auch der Trainer, dass wir jetzt sehr gern zusammenspielen. Haben jetzt gegen Türkgücü haben wir einmal zusammengespielt miteinander. Hat es, glaube ich, gut, sehr gut funktioniert sogar. Ja, von dem her, leider war er oft verletzt in der Vergangenheit, muss man natürlich auch dazu sagen. Und am Schluss, ich glaube, gegen Leipzig hätten wir zusammengespielt, beide, aber da habe ich mich ja leider verletzt. Ja, aber ich hoffe natürlich und habe große Hoffnung und dass wir öfter spielen die Saison zusammen vorne. Am Ende entscheidet es der Trainer. Von dem her, aber wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt und kann mich nur wiederholen, dass ich sehr gern mit ihm vorne spielen würde, klar. Ich habe den Eindruck, ich glaube, ihr ergänzt euch auch ganz gut, ja, dass du sagst, du, also er ist erst so ein, würde ich sagen, so ein verkappter Zehner teilweise und du bist jemand, der sehr viel läuft, sehr viel über die Energie kommt und sag mal, dass ihr, der dann diese Anspiele verwerten könnte. Das lässt sich eigentlich ganz hoffnungsvoll an, finde ich auch, ja.
Ich glaube auch einfach, dass wir super zusammenpassen, weil er einfach die Eigenschaften hat, die wo ich vielleicht nicht habe, und ich habe Eigenschaften, die wo er nicht hat. Ich liebe es einfach auch, um jemanden rumzuspielen. Er ist natürlich auch ein Spieler, von dem viele Gegner Respekt haben. Dann werden auch wieder Räume für mich frei. Von dem her hoffe, er wirkt, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, ich finde, dass wir einfach überragend zusammenpassen. Klar, du brauchst dann auch, wenn wir zusammenspielen, ein bisschen, sage ich mal, das Matchglück, dass du dann nochmal zwei Spiele gewinnst, dass du Vertrauen vom Trainer kriegst in das Ganze. Und dann, ja, ich weiß noch, im Dezember habe ich ja mit Freddy Jensen, wir haben ja nie zusammen gespielt, aber dann gewinnst du zwei, dreimal hintereinander, und dann ist es halt beim Trainer so drin, und dann spielst halt sechs, sieben Spiele miteinander. Und das hofft man, dass das dann auch vielleicht mal so eintrifft, und dann, glaube ich, könnte es super funktionieren, und der FC Augsburg, glaube ich, könnte schon einen Riesenspaß daran haben. Seid ihr auch abseits des Platzes ein gutes Duo? Also wir verstehen uns sehr gut, ein paar Gruppen auch, wo wir zusammen drin sind. Unsere Frauen verstehen sich auch ganz gut. Die Frieda spricht ja auch nur Englisch, meine Frau spricht gut Englisch. Das ist ganz gut. Von dem her, ja, verstehen wir uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes ganz gut. Und hoffen wir, dass wir in der Saison noch viel Spaß auf dem Platz miteinander haben. Jetzt hat Florian es schon angesprochen. Du hattest eine sehr erfolgreiche Saison hinter dir mit 13 Toren, 8 Torvorlagen unter anderem. Trotzdem kann man sich natürlich immer mehr steigern, und bei dir hört man ja auch raus, du wirst immer das Beste geben. Und deswegen frage ich dich die Frage: Was willst du denn persönlich in der nächsten Saison noch besser machen? Woran arbeitest du im Moment? Ja, was? Ich bin Stürmer, und wenn ich sehe, dass ich kein einziges Kopfballtor gemacht habe, es ist natürlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Wenn es dann noch Du bist ja auch klein. ja, mit 1,88 kann man schon zwei, drei Kopfballtore machen, glaube ich, in der Saison. Das ist so ein Punkt, das weiß auch, glaube ich, der Trainer, dass ich da noch viel Potenzial habe. Ja, wir trainieren es viel. Ich hoffe, dass das ist so ein Punkt, glaube ich, als Stürmer, wenn du einfach in der Saison zwei, drei Kopfballtore mehr hast, das wird auf alle Fälle gut tun. Jetzt hast du es vorhin angesprochen im Eingang zu dem Podcast. Es ist eine komische Saison, weil keiner so genau weiß, wann überhaupt wieder Zuschauer erlaubt sein werden. Jetzt ist euer erster Gegner Union Berlin. Und jetzt gibt es zwar den bundesweiten Erlass, dass es keine Großveranstaltung geben darf, aber zur Erklärung sollte man das vielleicht noch sagen. Es gibt ja die Ländersache, die da immer so entscheiden können, wie sie das für richtig befinden. Und in Berlin gibt es die Regelung, dass Freiluftveranstaltungen mit bis zu 5.000 Leuten, sofern es Infektionsgeschehen so ist, dass es zuständig ist, dass es erlaubt ist, dass 5.000 Leute erlaubt sind. So, das heißt, Union Berlin plant derzeit, die Generalprobe an diesem Wochenende gegen Nürnberg vor 5.000 Zuschauern spielen zu lassen. Und da könnte man natürlich sagen, auch euer erstes Bundesligaspiel, was bei Union Berlin stattfinden wird, könnte dann auch vor Zuschauern stattfinden. Allerdings ohne, wichtiger Aspekt, Auswärtsfans. Und da kann man jetzt natürlich schon die Frage aufwerfen, inwiefern verzerrt Corona, ohne dass der jeweilige Verein das wirklich aktiv beeinflussen kann natürlich, aber inwiefern verzerrt Corona vielleicht auch den Wettbewerb in der Bundesliga? Weil gerade für so einen Verein wie Union, die natürlich sehr von ihren Fans leben, ist das natürlich ein ganz wichtiges Faustpfand für euch natürlich auch, ja. Ja, also ich sage mal, beim Freundschaftsspiel finde ich es jetzt ehrlich gesagt in Ordnung. Wenn es da einfach erlaubt ist, dann finde ich es absolut okay. Und aber klar, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht, würde ich es persönlich nicht gut finden, ehrlich gesagt. Nur weil die Mannschaften jetzt aus Berlin kommen, dürfen die Zuschauer ins Stadion kriegen, und wir jetzt aus Bayern dürfen keine Zuschauer ins Stadion machen. Das finde ich dann nicht okay. Ich denke auch, oder ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt noch was kommt von der DFL, wie das dann abläuft. Aber wie gesagt, ich bin da nur Spieler, ich lese auch nur Sachen. Von dem her, ich weiß auch nicht, ob da schon drüber diskutiert worden ist. Aber klar, als Spieler denkt man dann schon, ja, ein Stück weit unfair gegenüber anderen Vereinen ist, glaube ich, ehrlich gesagt schon, weil ja, wir können ja nichts dafür. Von dem her bin ich dann schon so dafür, entweder alle oder keiner.
Jetzt wird ja oft über die Rolle des Publikums gestritten. Für manche Spieler ist es extrem wichtig, andere können auch gut aufspielen ohne Publikum. Wie bist du da eingestellt persönlich? Ich bin ehrlich, also am Anfang die ersten zwei, drei Spiele waren echt zäh, weil ich schon ein Spieler bin, wo sich dann mal ein Ball irgendwo reinschmeißt, der wo versucht, das Publikum mitzureißen. Und da, das hat schon ordentlich gefehlt, ehrlich gesagt. Da habe ich schon auch eine Zeit gebraucht, bis man sich da einfach dran gewöhnt. Klar, viele sagen dann, oh, in der Landesliga oder in der Bayernliga ist es ja ganz normal, immer vor keine Zuschauer zu spielen. Aber trotzdem, wenn man das einfach immer, ich habe ja selber in der Landesliga gespielt und in der Bayernliga, aber wenn man das dann einfach immer gewohnt ist, dann 30.000 im Heimspiel im Stadion sind. Ich kann mich nur erinnern, da haben wir gegen Wolfsburg gespielt, da haben wir es 1-1 gemacht. Da fällt das Stadion auseinander, da geht's rund und dann gehst einfach zum Anstoß hin, es passiert überhaupt nichts, keine Emotionen, ist ein Tor passiert und geht wieder weiter. Wenn da die Bude voll ist, da wisst ihr ja selber, habt ihr auch schon viele Spiele geschaut, da wird vorn draufgegangen, wird Druck ausgeübt, die werden ein bisschen nervös, aber das gibt's, hat's jetzt gar nicht mehr gegeben und drum, ja, hoffe ich umso mehr, dass einfach bald die Politiker dann Einsehen haben, dass man das einfach mit einem guten Hygienekonzept wieder hinkriegt. Und noch dazu muss man sagen, du bist ja, glaube ich, einer der Spieler in der Bundesliga, die am meisten von den Geisterspielen geschädigt sind. Weil ich glaube, du weißt auch, was ich anspiele. Es gab einen Elfmeter. Möchtest du sagen, was passiert ist? Habe ich vergessen, ich weiß nicht, was ihr meint. Also es geht die mehr um, vielleicht kläre ich das mal auf, dass du zu einem Elfmeter angetreten bist und der Gegenspieler gesagt hat, ey, wir wissen, wo du hinschießt. Und letztendlich ist der Ball nicht im Tor gelandet. Ne? Und das wäre etwas, was man gehört hätte. Das ist der übliche Trash-Talk auf der Lechleiten irgendwo, aber natürlich, das hätte man sonst nicht gehört, wenn halt 30.000 Mann im Stadion War gewesen wären. ein bisschen, dass ich das gesagt habe, aber das war dann auch so in den Emotionen raus und wollte einfach ehrlich sein nach dem Spiel. Es war halt einfach so, dass ich mich leicht beeinflussen lassen habe. Wenn, klar, wenn 50.000 im Stadion, also in Augsburg, wenn 30.000 im Stadion sind, dann hörst du es halt einfach nicht. Aber es ist so, ja, Grund mehr, dass bald hoffentlich wieder Fans im Stadion sind. Jetzt haben wir viel über Sportliche gesprochen. Uns interessiert aber natürlich auch der Mensch Niederlechner. Und deswegen würde ich dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Allem voran hättest du eigentlich in diesem Jahr geheiratet. Daraus ist nichts geworden. Wie sind denn jetzt die Planungen? Ja, wahrscheinlich hat es so sein müssen, dass es nicht stattfindet. Na, Spaß beiseite. Ja, ist einfach um ein Jahr verschoben worden. Nächstes Jahr im Juni hoffen wir, dass dann wieder, ja, glaube ich schon, dass dann, jetzt glaube ich, sind ja auch schon wieder größere Sachen, ein bisschen größere Sachen erlaubt zu Hochzeiten. Hoffen wir, dass dann nächstes Jahr stattfindet. Genau, von dem her. Hoffentlich wird es da dann klappen, weil war schon schade, auch Junggesellenabschied habe ich dann mitgekriegt, was sie für mich geplant haben. Wäre schon sehr, sehr schön geworden. Ja. Was wäre denn geplant gewesen? Ich wäre mit der, also bei mir ging ja nur ein bestimmtes Wochenende, wo stattfinden hätte können. Das wusste ich dann, aber ich wäre davor mit der Familie und mit meinen Eltern in Malle gewesen, auf Malle gewesen und da hätten mich natürlich meine Frau irgendwo hingelockt an einem Strand und da hätten sie mich abgeholt mit dem Boot und dann hätte man da wahrscheinlich das eine oder andere Bierchen getrunken und wären dann mit dem Boot nach Ibiza gefahren und es wäre natürlich schon eine geile Überraschung gewesen. Und willst du uns ein bisschen auch verraten, wie du die Hochzeit feiern wirst? Also standesamtlich war ja klassisch in Tracht und ja, und jetzt ganz normal mit dem Anzug, mit dem schönen und ja, schönen See. Wo genau, werde ich nicht verraten. Von dem her, ja, ganz normal. Jetzt bist du ja auch Familienvater, nicht nur Ehemann. Uns interessiert, du wohnst ja jetzt auch in Augsburg. Was unternehmt ihr denn in Augsburg? Jetzt ist natürlich alles ein bisschen erschwert durch die Corona-Zeit, aber unternehmt ihr mit der Familie auch was in Augsburg? Geht durch die Stadt oder in den Wald? Klar, schon mit dem Kleinen gehst du eh viel spazieren, braucht ja frische Luft bisschen Abwechslung. Ich versuche schon viel so Sachen, Wildpark, so Sachen, wo er dann auch ein bisschen bespaßt wird.
Das ist schon alles drin. In der Stadt sind wir auch oft, wenn wir mal was essen gehen oder sind ja gerade die Karussells in der Stadt. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo man sich schon hinstellen kann und er sitzt drin und fährt durch die Gegend. Ist natürlich auch immer cool mit ihm. Ja, aber trotzdem, ich bin jetzt einfach froh, in Augsburg zu sein. Auch letzte Woche vor dem Altach- und Regensburg-Spiel hat mein Bruder geheiratet am Freitag. Ja, in Freiburg hätte ich nicht hingehen können. So habe ich vom Trainer vom Verein frei bekommen. Auch wenn ich dann zwei Trainingseinheiten verpasst habe, sind so Sachen, wo man dann einfach sehr schätzt, wenn man da hingehen kann. Und dann durfte ich auch von der Hochzeit direkt zum Spiel fahren. Sind so Kleinigkeiten, aber darum schätze ich es sehr hier und darum macht es mir auch so viel Spaß hier in Augsburg. Da ist Christian Streich so streng, oder? Der sagt, na. Na, also das Problem wäre halt einfach gewesen, die Fahrt. Durch das, dass wir am nächsten Tag ein Spiel hatten, war es zum Glück in der Vorbereitung und einigermaßen noch okay. Von dem her, und ihr wisst selber, wenn der Bruder heiratet, will man da unbedingt hin. Und zum Glück hat der Trainer und Stefan Reuter mir das okay gegeben und sofort verstanden und durfte dann auch von dort nach Heimstetten zum Sportpark fahren. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die schätzt man dann einfach. Und ich glaube, darum geht es der Familie gut und glaube, ich kann mal gut die Leistung abliefern. Nochmal kurz zurück zu Augsburg, deiner neuen Stadt quasi. Hast du ganz persönlich Lieblingsplätze, wo du gern bist? Lieblingsplätze. Ich bin einer, ich gehe einfach sehr gern frühstücken in der Stadt. Das Mikasa ist ja auch eins, wo ich immer mit Philipp Max vor jedem Spiel frühstücken bin, mit der Freundin und mit meinem Kleinen und mit meiner Frau. Das sind wir gern. Dann, ja, ich bin ja meistens. Ja, geht mal einkaufen, das so Sachen einfach so wegen dem sind wir in der Stadt, ehrlich gesagt. Also, genau. Zu Philipp Max werden wir natürlich später noch kommen, weil wir ja Nachrichten erhalten haben, dass er den Verein verlässt. Da kommen wir später noch dazu. Nochmal kurz zu deiner Rolle als Familienvater. Wie wirkt sich das dann auf deinen Job aus als Fußballspieler? Bist du jetzt manchmal ein bisschen müder als die Jahre davor? Nee, also eigentlich war es, muss ich jetzt klopfen, eigentlich war es echt ganz gut, er macht es ganz gut, er hat mich auch immer schlafen lassen und der Martin Schmidt war mir ja noch zu Hause, nicht im Hotel vorm Spiel. Das war aber echt super, konnte gut schlafen, auch so. Jetzt gerade kriegt er wieder Zähne, dann wird es ab und zu ein bisschen schwieriger, aber trotzdem ist alles okay. Vor dem Heimspiel oder vor dem Auswärtsspiel sind wir eh im Hotel und bin ich alleine. Von dem her ist es absolut in Ordnung. Er lässt uns gut schlafen. Wenn Sie Zähne kriegen, sabbern Sie doch. Ja, Ja. da. Oder ist das schon Ja, bei euch das so? merkt man so, Ja. also merkt man dann sofort, wenn's soweit ist. Hat man sofort gewusst, ab der ersten Sekunde, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen ein paar unruhige Tage, Nächte. Aber ist ein Niederlechner, der hält's aus. Gibt's sonst noch was, was dich am Vatersein jetzt überrascht hat? Irgendwie Sachen, mit denen du nie gerechnet hättest, die dich besonders freuen oder auch ein bisschen mitnehmen? Also was ich halt immer echt Wahnsinn finde, wie schnell sie einfach was lernen. Vom einen auf den anderen oder von der einen auf die andere Minute lernen sie wieder was. Das war eigentlich vor 3 Tagen vorher nicht, hätte es nicht geglaubt, dass sie das jetzt können. Einfach die Lernfähigkeit von den Kleinen ist schon enorm. Von dem her auch. Aber ich glaube, du kannst ja das, oder du weißt es ja selber, wenn du immer zusammen bist, kriegst du es ja nicht so mit. Aber wenn dann die Eltern mal 2 Wochen nicht da waren oder Freunde 3 Wochen, wie sie sich einfach verändern, auch so von der Art und sie schauen ja dann immer wieder ein bisschen anders aus. Das ist schon, ja, schon Wahnsinn. Aber für mich ist das Bemerkenswerteste einfach, wie sie einfach alles lernen, jetzt in den jungen Jahren. Sie können nichts sagen, aber ja, einfach nur durchschauen, lernen sie und das ist schon bemerkenswert. Da darf man nicht so viel Quatsch machen, auf alle Fälle. Ich glaube, das wäre ein Podcast-Thema für sich fast allein. Stimmt. Also könnte man wahrscheinlich lange drüber reden. Wir reden jetzt aber wieder über Sportliche. Gehen kurz nach diesem privaten Exkurs zurück auf Sportliche.
Und da ist ein Thema, das viele Fans zuletzt sehr stark bewegt hat, der Abgang von Daniel Bayer, mit dem du ja persönlich sehr gut befreundet bist. Wie schmerzhaft war denn der Abschied für dich persönlich? Ja, ich glaube, ich war einer ich war einer der Ersten, der wo es, glaube ich, erfahren hat von ihm persönlich. Er hat es mir dann ziemlich ja gleich gesagt. Ja, war für mich natürlich sehr traurig, weil ich glaube, er war schon auch ein Grund dafür, warum es mir so gut ging in Augsburg oder so gut geht in Augsburg, weil er mich sofort aufgenommen hat. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen gekannt, unsere Frauen, wir machen sehr viel privat auch miteinander. Von dem her war es natürlich schon sehr, sehr traurig. Ja, war schon auch, ja, war glaube ich da gerade auf dem Weg nach Kroatien in Urlaub damals. Ja, war schon nicht schön für mich, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man einfach einen guten Freund verliert und einmal auf einmal nicht mehr in der Kabine ist, ist es natürlich nichts Schönes. Du hast ja auf Instagram auch geschrieben, bis bald im Pool. Also, wie war es dann im Pool der Bayers? Hat man, wir hatten über die Situation gesprochen bei Blubber. Ja, wir haben schon lang, wir haben mich dann abends im Auto angerufen und haben wir, glaube ich, 1 Stunde im Auto telefoniert, wie ich nach Kroatien gefahren bin. Haben oft drüber geredet, auch dann, als wir daheim waren, ja, haben ein Bierchen miteinander getrunken, haben aber trotzdem auch auf die schöne Zeit angestoßen, weil es ja ein schönes Jahr mit ihm war. Ich konnte so viel lernen von ihm, menschlich wie auch sportlich. Absolute Persönlichkeit. Ich glaube, sowas wünscht sich jeder Verein, jeder Fan, dass man sich so mit dem Verein identifiziert wie der Dani. Ja. Jetzt ist es leider so, dass er nicht mehr dabei ist, aber trotzdem sind wir noch sehr gut befreundet, machen viel miteinander. Zum Glück lebt er weiterhin in Augsburg. Ja, darum habe ich ja noch ein bisschen was von ihm. Gibt es auch die ein oder andere Sache, die du dir von ihm abgeschaut hast, aus sportlicher Hinsicht? Sportlicher Hinsicht einfach, was er mir auf alle Fälle abgeschaut hat, wie er einfach junge Spieler geführt hat. Auch wenn er vielleicht einmal sauer war, wenn er gerade ein Trainingsspielchen verloren hat. Er hat immer gut geredet mit den Jungs. Ich glaube, vor ihm hat jeder Respekt gehabt. Es gibt keinen, der wo keinen Respekt gehabt hat vor ihm. Einfach die Art und Weise, er hat einfach immer ein gutes Gespür gehabt. Drum war er einfach so lange auch Stammspieler und ihn mochte einfach jeder aus der Mannschaft. Ja, und das war so der Hauptpunkt, glaube ich. Was ich mir bei ihm abschauen konnte, und ich versuche es natürlich jetzt, vor allem jetzt in der Vorbereitung an den jüngeren Spieler auch ein bisschen weiterzugeben. Dass Daniel Bayer und kurz später darauf Andreas Lute den Verein gewechselt haben, hat bei einigen Fans für Stimmung gesorgt, auch für Ärger. Wie erlebst du diese Kritik? Also die richtet sich halt natürlich nicht an euch Spieler, auch klar, sondern an die Vereinsführung. Aber wie erlebst du das? Also kannst du das teilweise nachvollziehen, wenn du, das wird ja in Zeiten, wo kein Zuschauer im Stadion gehen darf, natürlich vornehmlich über soziale Medien, Internet geäußert, sowas. Bist du da unterwegs? Wie nimmst du das wahr? Mei, klar, nimmst du das ein bisschen wahr. Ist ja klar, es war ja damals, glaube ich, beim Schweine nicht anders da, als er einen Verein verlassen hat. Klar, wenn Dani so, ja, so lang für den Verein gespielt hat und ging ja dann ziemlich schnell, dass er nicht mehr bei uns war, ist man da, glaube ich, als Verein, egal wie es passiert oder wie es zustande kommt, bist du, glaube ich, da als Fan absolut enttäuscht. Ich glaube, das ist einfach so als Fan, wenn du einen FC Augsburg liebst, wenn so ein Spieler wie der Daniel einen Verein verlässt. Ja, es ist, ja, ist leider so. Aber jetzt wir Spieler können ehrlich gesagt da ja nicht so viel machen von dem her. Klar versteht man da auch Fans, dass sie enttäuscht sind, ist ja glaube ich logisch. Ich glaube Dani, was der geleistet hat, jeder glaube ich kennt keinen Verein, egal, ich war ja oft auf einer Autogrammstunde mit ihm zusammen, ich kenne keinen, der wo über ihn was Schlechtes geredet hat. Jeder hat ihn geliebt, am liebsten hätte jeder 20 Fotos mit ihm gemacht. Drum ist glaube ich schon klar, dass jeder enttäuscht ist, wenn so einer natürlich aufhört. Ja, jetzt, während wir hier sprechen, Axel hat es vorhin gesagt, ist es so, also wir nehmen den Podcast auf am Dienstagnachmittag, erscheinen wird er am Donnerstag. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn dieser Podcast erscheint und ihr den jetzt gerade hört, dass Philipp Max da schon den Verein verlassen hat. Also es ist wohl so, dass die Vereine eine Einigung erzielt haben, dass Philipp Max wohl auch schon auf dem Weg zum Medizincheck, zum obligatorischen nach Eindhoven ist. Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist eigentlich der nächste Freund oder gute Bekannte von dir in der Mannschaft. Wie siehst du das? Also es ist zum einen eine menschliche Komponente, natürlich auch eine sportliche. Falls es so kommen sollte, klar, wäre es natürlich schon sportlich und menschlich natürlich ein großer Verlust für die Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss ja nur seine Scorerwerte anschauen, was Vorbereitungen, Tore da wegfallen. Menschlich braucht man nicht groß rumreden. Unglaublich feiner Kerl, sehr beliebt in der Mannschaft. Ich glaube, kenne keinen, der wo ihn nicht mag. Ja, natürlich sollte es so sein. Tut uns natürlich sehr weh, aber wie es im Fußball dann so ist, müssen andere einspringen, haben, glaube ich, auch mit dem Jago einen guten Mann, der wo viel Potenzial hat. Der muss dann halt einfach, muss er einspringen und muss Gas geben. Aber noch mal zurück auf den Pipo, wenn er weg ist, sehr schade für den Verein und für uns. Aber es ist im Fußball so. Er hätte sich's auf alle Fälle verdient, wenn er dann mal Europa League spielt, weil er einfach ein feiner Kerl ist, eine super Saison wieder gespielt hat. Muss man auch sagen, glaube ich, jetzt, ich war 4 Jahre oder 5 Jahre beim FC Augsburg, glaube der Verein hat ihn schon sehr viel auch zu verdanken, weil er sich in jedem Spiel, glaube ich, zerreißt und sehr viel zurückgegeben hat. Und sollte er dann die Freigabe vom Verein kriegen, wünscht, glaube ich, jeder ihm alles Gute und geht alles im Guten auseinander. Ich glaube, denen ist auch kein Fan böse. Wenn einer ihm böse wäre, würde ich ihn nicht verstehen, weil sowas kommt im Fußball vor. Er hat immer alles gegeben für den Verein und irgendwann willst du einfach mal den nächsten Schritt machen. Und für ihn ist er jetzt vielleicht zu weit und dann, ja, dann war alles gut hier in Augsburg und wünscht ihm alles Gute. Und ich glaube, so werden es auch hoffentlich die meisten der Fans machen. Ja, jetzt ist, nehmen wir mal an, Max weg, jetzt ist Bayer weg, Lute weg. Das heißt, das waren jetzt alles Spieler, die eine Führungsrolle auch innerhalb der Mannschaft übernommen haben. Das ist ja auch eines der erklärten Ziele der Vereinsführung, dass man sagt, man baut jetzt eine neue Hierarchie auf, neue Strukturen innerhalb der Mannschaft. Und da kommt man sehr schnell zu dir. Ja, also wenn man sagt, Stammspieler, der mit Leistung vorangeht, der als Typ mal einen Mund aufmacht, wärst du bereit dafür, Führungsrollen zu übernehmen? Es wird ja zum Beispiel auch ein neuer Kapitän gesucht. Ja, Führungsrolle, also glaube ich schon, dass ich jetzt mittlerweile in so ein Ding drin bin, wo ich das auf alle Fälle machen kann oder machen will. Klar, durch die Leistung von der letzten Saison, auch werde ich jetzt dieses Jahr 30, habe schon, glaube ich, einiges erlebt. Ich glaube auch, vor allem wenn ich mir Ruben Vargas oder so anschaue, glaube ich, wenn man ihm was sagt oder wenn ich ihm was sage, dann hört er echt zu und versucht es auch anzunehmen, wenn ich was sage. Von dem her, glaube ich, traue ich mir das schon zu und will ich auch ehrlich gesagt machen. Aber wie gesagt, jetzt mit Kapitän und so, da haben wir ja Jeff, der wo letztes Jahr zweiter Kapitän war und jetzt auch immer die Binde getragen hat, passt das schon so, ehrlich gesagt. Aber der braucht ja auch einen Stellvertreter. Ja? Braucht er, aber wie gesagt, ist dann ein Trainer seine Entscheidung. Ich will auf den Platz vorangehen, will da meine Leistung zeigen, will den jungen Spieler Tipps geben. Wenn ich dann nur zweiter Kapitän bin oder dritter Kapitän, dann ist was Schönes, weil ich mich einfach voll mit dem Verein identifiziere. Auch bin sehr glücklich hier, aber ist jetzt nichts für mich, was so wichtig ist, wenn ich jetzt nicht zweiter Kapitän wäre, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Ich weiß, wie ich hier eingeschätzt werde innerhalb von der Mannschaft, auch vom Trainerteam. Von dem her passt es alles so. Und wenn dann noch was anderes dabei rausspringt, freut's mich und dann schauen wir mal. Die 3 Neuzugänge, also Gikiewicz, Strobel und Caligiuri, die wurden ja geholt auch mit der Ankündigung, das sollen Spieler sein, die nicht nur auf dem Feld mit Leistung vorangehen idealerweise, sondern auch Führungsrollen übernehmen. Wie erlebst du die 3 jetzt? Den Tobias Strobel kennst du ja, glaube ich, auch schon ein bisschen länger. Aber wie präsentieren die 3 sich? Das sollen ja auch Leute sein, die vorangehen. Und ich glaube, Tobias Strobel hat im Testspiel auch schon, wenn wir wieder bei der Kapitänsbinde sind, die Binde getragen. Aber das sind Spieler, die wirklich euch auch intern helfen sollen. Also
Führungsrollen übernehmen sollen. Ja, dafür ist ein ganz anderer Typ zum Beispiel wie Thomas oder wie Andi Lute. Redet ein bisschen mehr oder redet mehr wie die anderen zwei zusammen. Das hat man auch schon gehört, ja. Von dem her ist es einfach schon sehr hart, dass er ein bisschen ja, so ist. Klar, über Khalid Schouri braucht man bloß sehr Vita lesen. Absolut überragender Spieler. Verantwortlichen Kompliment machen, genauso wie Tobi Strobel. Zwei Top-Jungs, sportlich wie menschlich geholt. War echt gut vom sagen wir mal, vom Stefan Reuter, ablösefreier Spieler. Haben sie richtig gut gemacht. Muss man ehrlicherweise dann einen Hut ziehen. Und ja, wie gesagt, sportlich helfen sie uns enorm und menschlich. Ich kenne ja Tobi auch schon länger. Ich glaube, habe mit ihm in der U13 damals bei 60 zusammengespielt. Ein feiner Kerl. War jetzt leider länger, ein bisschen länger verletzt, aber ich glaube, dass man alle drei Neuzugängen riesigen Spaß haben werden. Wir haben noch eine Frage, die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Das ist eine Frage, die abzielt auf deine Amateurkarriere. Da hast du mal gesagt, dass du quasi kein Gramm Muskeln hattest und stattdessen ungefähr jeden Tag Döner und Pizza gegessen hast. Es war halt so, ich war ja damals Industriekaufmann und dann war es halt einfach Mittag so, ist eine Runde gefragt worden im Büro, was machen wir, essen wir, bestellen wir uns was, gehen wir schnell vor zum Supermarkt, holen wir uns da was. Und dann war es halt oft so, dass ja Pizza gab oder einen Döner, den du geholt hast. Von dem her, aber da war ja noch kein Profi, von dem her war das alles okay. Und jetzt würdest du dich also in guter Form beschreiben wahrscheinlich, oder? Denke ich mal, bin ich besser in Form wie damals auf alle Fälle. Das hoffen wir auch, ja. Aber trotzdem gibt es dann schon immer wieder mal einen Döner. Also ein Döner ist jetzt vielleicht nicht so oft, aber mal eine Pizza oder so, klar, im Urlaub und so. Ich glaube, da wird man lügen oder wenn einer sagt, er macht sowas nicht, dann glaube ich, kommt die Nase aber ziemlich lang raus. Das heißt, du bist in guter Form. Ist da auch die Nationalmannschaft für dich ein Thema? Also nach der Hinrunde zumindest gab es ja einige, die dich im Nationalteam gesehen haben. Was sagst du dazu? Mei, also ehrlicherweise mache ich mir da nicht so viel Gedanken. Jetzt habe ich 23 Scorer gehabt. Wenn es dann nicht reicht für die Nationalmannschaft, dann glaube ich, dann weiß ich auch nicht, ob es irgendwann noch mehr reichen wird. Von dem her mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken drum. Bin jetzt nicht keiner, der wo die ganze Zeit schaut, ruft er mich an oder so, überhaupt nicht. Bin da total entspannt. Wie gesagt, sollte ich vielleicht nochmal so in so ein Spiel, dann vielleicht wird es da nochmal was, aber wenn man ihn dann ja hört mit Thomas und mit Müller und dass sie zu alt wären und eher auf Jüngere setzt, ich wäre auch nicht jünger. Von dem her, mache ich mir da ehrlich gesagt echt nicht so viele Gedanken drüber. Im Oktober wirst du 30, oder? Im Oktober werde ich 30, ja. Wenn du dein Alter selbst ansprichst, hast du so eine natürliche Grenze, wo du sagst, dann steige ich aus dem Profigeschäft? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich momentan jetzt mit 29, 30 viel besser fühle wie vor 3, 4 Jahren. Ich bin, finde ich, momentan so in meiner besten körperlichen Verfassung auch. Ich habe das Gefühl, auch was die Werte, wir werden ja oft messen, dass ich auch noch schneller werde, das glaube ich auch ganz gut. Klar, ich habe auch früher natürlich einiges verloren, war ja in kein Nachwuchsleistungszentrum oder ich bin ja nicht so professionell wie andere auftrainiert worden. Von dem her, glaube ich, habe ich schon noch das Gefühl, dass ich mich verbessern kann und dass ich da auch sehe, dass ich mich verbessere. Dann habe ich natürlich auch 2 Jahre verloren, wo ich 2 Jahre fast verletzt war. Die will ich natürlich auch noch nachholen. Von dem her hoffe ich schon noch, dass ich 5, 6 Jahre spielen kann auf hohem Niveau. Könntest du dir das eigentlich vorstellen, also auf hohem Niveau, aber könntest du dir eigentlich vorstellen, dass du dann spielst, solange es irgendwie geht? Ja, gerade wenn man so mal ein bisschen mit Freunden redet, oder dann bin ich schon so, wenn ich dann irgendwann werde ich ja hoffentlich dann mal Haus bauen und werde dann irgendwo mal leben in einem Dorf wahrscheinlich und
kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann, egal welche Liga das dann sein wird, einmal einen Spielertrainer oder so mache oder sowas. Also da habe ich schon, ehrlich gesagt, bin ich nicht so, dass ich sage, auf gar keinen Fall. Das könnte ich mir schon, ehrlich gesagt, einmal vorstellen, weil ja ganz ohne Fußball, für das bin ich einfach viel zu fußballverrückt. Und das Haus, das könnte dann auch in der Region Augsburg stehen oder doch eher die Münchner Gegend wieder? Da bin ich ehrlich, das wird wahrscheinlich mehr in die Heimat gehen, Richtung, ich hoffe, so Richtung Berge. Das wäre so unser Lieblingsziel. Rosenheimer Ecke da, wo man gleich Italien, Österreich ist, auch gleich in München, das wäre so das Traumziel. Aber bis dahin ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Ja, irgendwann muss man dann schon mal schauen, man wird ja nicht jünger. Ist ja nicht so, dass man mittlerweile auf den heutigen Markt kriegt man ja nicht innerhalb einem halben Jahr sofort ein Grundstück oder irgendwas. Von dem her muss man schon ein bisschen schauen. Klar, dann habe ich ein Kind, ich habe auf gar keinen Fall Bock, dass er dreimal einen Kindergarten wechseln muss und noch zweimal die Schule in den ersten zwei Klassen. Auf das will ich auf gar keinen Fall. Von dem her bin ich schon dran, was zu suchen oder schaue danach, weil es natürlich auch für den Felix sehr wichtig ist in meinen Augen. Das deutet aber auf fast ein Karriereende beim FC Augsburg hin, oder? Also ich habe nichts dagegen. Also ich, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wenn der Stefan morgen zu mir herkommt und sagt, komm, verlängern wir den Vertrag nochmal um 3 Jahre, gibt es wahrscheinlich wenig Argumente, das nicht zu tun. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian Niederlechner, für den Einblick und deine offenen Worte auch sehr. An die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt an uns oder Kritik oder noch die eine oder andere Frage vermisst habt, die wir jetzt nicht gestellt haben, dann schreibt uns doch an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank auch an Florian Eisele, den Sportexperten hier. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und freue mich auf vielleicht das nächste Gespräch in einem Jahr, wenn wir vielleicht nochmal ein Update machen können, wie es denn dann aussieht. Freue mich auch. Können wir gerne machen. Super. Danke. Ciao. 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 Servus.